Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in die Goodiebox reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine Abo-Box aus Dänemark und man bekommt sie für 19,95 € pro Monat und pro Box. Wir haben 5 bis 7 Beauty-Produkte enthalten mit einem Warenwert von mindestens 70 €. Wenn man die Box neu abonniert, bekommt man nicht die reguläre Box, die in dem Monat aktuell wäre, sondern man bekommt die Welcome-Box. Da kann ich euch mal ein Video hier oben im i verlinken. Schaut da super gerne mal rein. Da habe ich euch nämlich die Welcome-Box einmal ausgepackt, die es so aktuell gibt. Hier habe ich jetzt eine Box, die ich in Kooperation zugeschickt bekommen habe. Vielen, vielen Dank an das liebe Goodieboxen-Team. Also das ist schon eine coole Sache, weil das ist halt immer im gleichen Format. Das ist immer eine Schublade und das macht die Goodiebox halt einfach auch sehr, sehr besonders, muss ich sagen. Ne? Das ist eine ganz coole Nummer. Und wir haben hier auch immer Marken drin, die wir in den anderen Boxen so nicht bekommen. A big welcome to happy self-care steht hier drauf. Das ist die April-Variante The Spring Glow Essentials Box. Der Frühling ist die Zeit der Erneuerung und Verjüngung. Wie könnte man diese Jahreszeit besser begrüßen als mit einer neuen Haarpflegeroutine oder der strahlenden Energie, die der Frühling mit sich bringt? Egal, ob du deine müde, fahle Winterhaut loswerden willst, neue Make-up-Looks ausprobieren möchtest oder ob du dich auf einen strahlenden Frühlingslook konzentrierst, die Produkte in deiner Box sind eine perfekte Kombination aus Make-up und Hautpflege für diesen Monat. Viel Spaß! Das finde ich jetzt sehr, sehr cool, weil das Booklet verrät uns ja, wir haben was für die Haare, was fürs Gesicht und sogar Make-up hier drin enthalten. Mensch, das finde ich klasse. Und die Goodiebox verzichtet weitestgehend auf irgendein Verpackungsfüllmaterial. Wir haben hier einfach dieses Seidenpapier. Das machen wir mal auf. Ram-pam-pam, ganz genau. Und hier sehen wir dann einmal den ersten Blick in die Box und die verschiedenen Produkte. Dann greife ich doch einfach mal ganz entspannt hinein und habe hier als erstes von Evoluderm ein Körpergelee mit, mit Kokoswasser und Extrakt vom grünen Tee. Hydratisierend und erfrischend ist das Schätzelein. Da sind 200 ml drin. Da gehe ich von aus, dass das hier eine Originalgröße ist. Kokos und ich sind nicht die allergrößten Freunde. Aber vielleicht könnte das was für mich werden. Vielleicht wird die dann doch mal im Sommer verwendet werden. Ja, weil so furchtbar finde ich den Duft jetzt gerade nämlich gar nicht. Muss ich einfach mal gucken, ne? Es fühlt sich auf jeden Fall, und das finde ich ganz interessant, es fühlt sich kühl an, obwohl diese Box halt wirklich schon eine Weile hier oben, ein Tag steht halt, ne? Also sie ist jetzt nicht von draußen oder so gekommen und hier oben ist es jetzt auch nicht super kalt. Also, naja. Gut, als nächstes habe ich hier drin einen Bronzer, den müsste ich aber tatsächlich noch haben. Infinite Summer Bronzer von Sandstone in der Farbe 32 Summer Glow. Das sind 3 Gramm hier drin, das ist eine kleinere Größe. Den müsste ich wirklich noch haben. Ich gucke mal eben kurz. Hier sind ja so meine Produkte. So, ja. Den habe ich hier in der Farbe 32 Summer Glow. Jo, das war ein Reim. Hatten wir schon mal, glaube ich, dann in der Goodiebox drin, ne? Weil das kam mir auch gerade bekannt vor. Der ist auch eigentlich matt. Deswegen, warum Glow? Man weiß es nicht. Aber es ist ein schönes Tönchen, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ist halt recht gut pigmentiert. Ja, also wie gesagt, den hatten wir dann schon mal. Ja, passend dazu ist hier auch noch ein Kabuki drin. Das ist so ein kleiner Kabuki. Da überlege ich tatsächlich, also von Nire, ne? Zum Verreisen ist der super. Und damit kann man halt ja sowohl den Bronzer auftragen, aber auch eine Puder Foundation. Und ich überlege, wenn ich mit Dalton Anfang Mai nach Malaga fliege. Vielleicht seht ihr dieses Video, wenn ich in Malaga bin. Nein, so lange warte ich nicht. Nein, so lange kann ich gar nicht warten, oder? Ich weiß es noch nicht genau. Falls ja, dann könnte ich einen Code haben. Man weiß es noch nicht genau. Vielleicht habe ich einen Code, vielleicht auch nicht. Ich habe sicher einen Code, wenn ich in Malaga bin, oder? Ist klar. Auf jeden Fall möchte ich da eigentlich ganz gerne eine Puder Foundation mitnehmen, weil es wird ja relativ warm sein und ich möchte relativ schnell meine Foundation auftragen. Und da habe ich so ein neues Schätzelein gefunden. Vielleicht werde ich dann dementsprechend auch den Kabuki mitnehmen. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal gucken, weil das ist halt auch easy, ne? Der ist so klein und schnell eben mit dabei und so. Dann habe ich etwas von Frank Body hier drin. Das ist ganz witzig, denn ich habe eben erst ein Unboxing gedreht, wo ich auch ein Produkt gezeigt habe, was ich von Purish zugeschickt bekommen habe, auch von Frank Body. Guess what, you'll be naked in a minute. Das ist ein Körperpeeling, Coffee Scrub, und da ist ein Popo drauf abgebildet. Ja,
Ne? Das ist ein tolles Peeling. Ne? Das ist nur so ein bisschen, als würde man sich fühlen, als hätte man sich selbst in eine Biotonne gedippt. Und also wir haben ja auch Kaffeevollautomaten, dementsprechend dann den Kaffeepott. Deswegen tatsächlich, ne? Das kommt bei uns wirklich hin. Aber es ist effizient und ist halt ein richtig schönes mechanisches Peeling. Die Dusche danach sauber zu machen, ist so eine Sache für sich, aber es ist ein cooles Peeling, kann man nicht anders sagen, ne? Okay, ja, so, dann habe ich hier noch ein riesen Lippenpflegeprodukt von Tromborg, Lip Cure Tromborg Kopenhagen, 15 Milliliter sind hier drin. Also Tromborg ist eine sackteure Marke, das wird nicht günstig sein, das glaube ich nicht. Deswegen, krasses Pferd. Ich mag es halt lieber, wenn ich halt so einen Applikator habe oder so, ne, dass ich das dann auftragen kann. Sowas würde ich dann eher abends hier zu Hause verwenden oder nach dem Duschen oder morgens, dass ich das dann halt mir so in meinen Spiegelschrank stelle. Da habe ich ja eben mein Waschbecken dabei vor allem. Und habe dann alles einfach da, so. Und das Letzte, was ich hier drin habe, ist von Skön. Repair Mikrobiom Night Cream. Auch Skön ist eine sehr hoch... Was habe ich für eine Box hier? Das ist ja richtig krass. 30 Milliliter unparfümiert. Das ist mit Peptiden und Vitamin E und Mega 6 bis 9. Das steht hier drauf. Und ja, das ist eine Nachtcreme. Ich finde, für den Preis, den man dafür bezahlen soll, ne, angeblich, also das haben wir jetzt ja durch Goodieboxen gelernt, dass Skön eine recht hochpreisige Marke ist, ist dieses Verpackungsdesign ganz schön unsexy, finde ich. Ganz ehrlich. Also da erwarte ich eigentlich einen schönen Tiegel oder so ein Pumpfi oder sowas. Ne? Das wäre dann eher so dementsprechend... Hä? Mir werden andere Produkte angezeigt als das, was ich hier vor mir stehen habe, Leute. Ich bin gerade etwas verwirrt. Keine Ahnung. Also der Bronzer ist identisch. Alle anderen Produkte sind anders. Das ist eine ganz andere Box. Das ist ja verrückt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich habe 6 Produkte und 5 Produkte sind hier abgebildet. Keine Ahnung. Normalerweise haben die Leute immer gleiche Produkte drin. Naja, also ich wäre jetzt mit dieser Box tatsächlich zufrieden und hätte auch gesagt, ja, das ist eine schöne Sache. Aber tatsächlich hätte das auch vom Booklet gar nicht gepasst, weil ich habe hier zwar ein Make-up-Produkt und auch was fürs Gesicht, aber ich habe halt nichts für die Haare hier mit dabei. Es sei denn, man möchte sich irgendwas davon in die Haare schmieren. Nee, das wird gar nicht funktionieren, ne? Komisch. Mal gucken, ihr Lieben. Das wäre es ja auch dann von der verwirrten Claudi gewesen. Keine Ahnung. Komisch. Ja, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!